Ahoi und schön, dass du da bist hier bei Serpent Rogue. Es geht weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir noch zwei Bereiche, die wir reinigen können. Beziehungsweise auf jeden Fall einen Bereich. Und wir haben noch zwei Türen, wo wir mit dem Schlangenschlüssel rein können. Und ansonsten sind wir dabei, die fehlenden Teile zu sammeln für die Maschine. Und ich denke, wir starten jetzt hier. Wir haben noch 155 Sumpfdollar. Und wir werden uns jetzt direkt frisches Sanktum holen und dann den nächsten Bereich dort reinigen. So, wir tun es erneut. Wir schnipsen mit unseren wunden Daumen 100 Taler hier in den Brunnen. Und erhalten neues Sanktum. Na, Nora, freust du dich schon? Du hast gleich wieder was zu tragen. Hey, na, wie geht's dir? Das ist so cool. Nein, ich will ihn nicht mit Axt abwerfen. Ich überlege gerade, ob ich ihn mal. Ich glaube, ich nehme ihn einfach mal mit. Wie geht es dir denn? Oh, du hast ganz schön Hunger, wa? Okay, Nora. Dann schnapp dir doch mal hier das Gefäß. Und dann flitzen wir mal in den Sumpf. Und machen da den nächsten Bereich klar. Oh shit. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Jetzt ist da gerade der Stürmli. Der ist ja aber eh gleich weg. Ich habe auch hier gerade noch meinen Nachmittagskaffee. Ich nutze die Zeit also ein bisschen. Aber auch zu meinem Nachmittagskaffee habe ich hier einen Nachmittagskeks. Es tut mir jetzt leid, wenn ich euch was vorfutter, aber zu jedem Kaffee gehört doch auch, also außer morgens, aber zu so einem Nachmittagskaffee gehört doch auch so ein kleiner Keks, oder? Ey, geh weg, Sturm! Ich will jetzt hier nicht so lange warten. Wir nutzen die Zeit. Mist, ich habe vergessen. Ja. Ich hab vergessen, wie man absteigt. Wir nutzen die Zeit. Nehmen wir nochmal ganz kurz gerade in unser Inventar gucken, ob wir auch ja alles dabei haben. Schwerter sollten noch reichen eigentlich. Wir haben Heilungstränke, wir haben jetzt keine Schadenstränke, aber okay. So. Und dann mogeln wir uns einfach über die Verderbniseinöde hinweg. Das fällt dem Spiel gar nicht auf. Und sind direkt im Sumpf. Ja, wir gehen hier rüber. So, Nora immer hinterher. Muss ich mal gerade gucken. Wir müssen da oben hin. Hier waren wir das letzte Mal. Auch unser armer Kreuzzieher, der kann gar nicht mehr sprinten, weil er so viel Hunger hat.
Aber ich habe leider keine Fische mehr. Keine Fische mehr dabei. Die muss ich mal besorgen eigentlich. Ich muss auch gestehen, ich würde auch gerne. Moment, warum habe ich jetzt eigentlich das hier schon dabei? Hatte ich schon gesehen, dass es hier was Verderbnis gibt? Zum Wegmachen? Wir hatten hier oben im Sumpf was weggemacht. Wir hatten hier links was weggemacht. Bin ich einfach nur davon ausgegangen, dass es hier wieder was gibt? Nora, ich glaube, du wartest hier nochmal. Das Sanktum wird bestimmt nicht schlecht. Ich gucke da doch lieber nochmal erstmal alleine rein. Gefäß fallen lassen. Und warte doch mal hier. Und. Ja, jetzt habe ich wieder die falsche erwischt. So, Nora, du wartest hier. Kreuz C. Du. Kommst mit? Ich habe gerade die Angst, dass ich hier irgendwas verpeile. Deswegen sollte man Computerspiele nie außer Hand legen. Für ein paar Tage. Man spielt da mal so ein bisschen V-Rising und so und dann überlegt man nochmal, wo man jetzt hier eigentlich war. Nein, aber alles gut. Ansonsten kriegen wir es ja schnell raus, was hier zu tun ist. Genau, ich muss gestehen, ich würde mir eigentlich auch echt nochmal gerne so einen kleinen Wellraven tamen. Also hier im Sumpf gibt es ja dann immer auch nochmal die Wilden, die so ein bisschen anders aussehen. So, check, genau, das ist der Bereich, wo wir waren. So. So. Dann schauen wir mal, was uns hier hinter erwartet. Das Versteck der Dopart-Schuh. Mysteriös klingend auf jeden Fall. Hallo? Are you friendly? Riesenmonster-Krokosumpfvieh? Okay, sie greift mich nicht instant. Doch! Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen? Kreuz C. Sie kotzt brackiges Sumpfwasser. Kreuz C, lauf. Okay, krass, hinter dieser Tür ist ein Monster. Wir gehen wieder. Das ist anscheinend auf jeden Fall ein Monster, das befreit werden möchte, würde ich sagen. Jetzt haben wir unseren tollen großen Sanktum-Bottich und nicht den kleinen. Jetzt muss ich wieder Geld verdienen. Okay. Wir gucken mal, was da so bei den Quests steht. Das geht ja recht flott. Rastlosigkeit, Ratte beschwören, Heilung, Alterungstrank und Belebung. Okay.
Schade, dass hier keine neuen normalen Fische nachspawnen. Okay, du bleib doch mal hier. Und wir gehen hier mal in unsere alte Truhe. Nur mal gerade mal ins Journal gucken. Ja, Heilungstrank ist natürlich gar kein Problem. Rastlosigkeit oder Belebungstrank. Sieht da schon anders aus. Altern. Oder? Okay. Da könnten wir mal Beere und Kohle probieren. Mal schauen, was wir gerade alles noch hier in der Truhe drin haben. An Inkredenzien. Vielleicht probieren wir uns auch einfach mal ein bisschen durch. So, cool. Und verwandeln. Ratte nehmen wir auch schon mal mit. So, Schlange. Dann schleppen wir uns zum Alchemietisch und schauen mal, was so geht. So, Heilung haben wir. Mist, das ist gepuncht. Tada! Ein Alterntrank. Jetzt würde ich nochmal gerne. Oh nein, oh, dieses zu schwer sein. So, wir nehmen noch mal Ratte und Verwandlungs, wenn wir Fisch holen wollen, dann können wir das bestimmt gut gebrauchen. Den hier haben wir noch nicht erkundet, hier das kleine Schilfrohr. Neu entdeckt im Sumpf gerade. Brauchen wir aber noch 9 von, noch 9 weitere. Vital. Den Schmetterling könnte ich natürlich auch noch was ausprobieren. Und zwar, wir nehmen Vital und Lebenskraft und Eierschale. Nein, gepanscht. Okay, wir nehmen Vital und Lebenskraft. Gepanscht. Vielleicht noch irgendwas mit Beere da draußen. So, halt. Never mind. So. Wir nehmen hier nochmal die Bärchen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier rauf. Rastlosigkeit. Hier ist so eine Knochenhand drauf. Bräuchte man eigentlich noch eine Alraune. Wenn wir jetzt uns in ein Skelett zum Beispiel verwandeln wollen würden. Ach, Ratte beschwören haben wir auch nicht. Wir haben jetzt natürlich in eine Ratte verwandeln. Altern haben wir. Es bracht jetzt aber nicht so wirklich viel Geld. Belebung. Hier ist ein Blatt drauf.
zur Wiederherstellung des ursprünglichen Selbst. Vielleicht irgendwas mit einem Teeblatt? Hey, warum rennt denn das Glitter so vorbei? Das ist irgendwie in Eile. Wahrscheinlich hat es gewusst, dass es ihm nicht lange gut geht, wenn es Geld in der Tasche hat. So. Heilung, Altern, Wunderform, Rattenform, Schaden. Irgend sowas wie mit Beschwörung haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht rausgefunden oder nicht ausprobiert. Vielleicht müsste man dann so einen Natternstein nehmen. Natternstein und Ratte. Vielleicht. Probieren wir mal aus. Läuterungstränke hätten wir noch 5. Ob das für das Monster reicht? Die kann ich noch erforschen. Das hier muss ich auch nochmal ausprobieren, den Seelenfresser. Herstellungsmaterial. Okay, damit werde ich auch mal was ausprobieren. Wo ist denn der olle Natternstein? Oder habe ich gar keine? Müsste ich doch. Beeren, Huhn beschwören. Irgendwas mit Plus und Huhn. So, was kann denn der Saft? Nahrung in seiner reinsten Essenz. Okay, vielleicht dann, ja, dass man halt weniger Hunger hat wahrscheinlich, ne, als Trank. Nahrungsstillung. Okay. Ach, hier ist rastlos, ist ein Knochen. Okay, genau. Also rastlos und irgendwas mit Knochen. Wir probieren einfach mal noch so ein, zwei Sachen aus. Mal gucken. So geil. Gepanschter Trank als letztes. So. Rastlos. Haben wir nicht auch noch irgendwie eine Aloe? Eine kleine Aloe? Gute Frage. Ich probiere mich jetzt mal einfach hier durch irgendwie ein bisschen.
Macht auch keinen Sinn. Müsste man mit Alraune machen, denke ich. So, hier mit Alraune kann man sich in die Sachen verwandeln. Die Sachen habe ich noch nicht da. Ich probiere einfach noch mal. Nee, okay, das ist auch, bringt auch nichts. Auch gepanscht. Auch gepanscht. Hey, unser Saft ist alle. Auch gepanscht. Ich punche, was das Zeug hält. Oh nein. Hält irgendeine Essenz von Plus? Also vielleicht könnte ich dann doch ja auch Plus und Plus, Lebenskraft und Kröte oder so. Moment. Plus und Huhn. So, probieren wir einmal aus Plus und Ratte. Ratte beschwören! Okay. Plus und Schlange. Schlange beschwören. Plus und Hund. Hund beschwören. Plus und Ghoul. Ghoul beschwören. Was kann ich noch machen? Aber wenn ich jetzt hier wahrscheinlich... Das ist wieder gepuncht, okay. Gut, also beschwören haben wir. Plus und rastlos. Hatte ich das schon probiert irgendwie? Hatte ich das gerade schon? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube ja. Ja. Genau, das bringt nichts. Okay. Genug gepuncht. Wir brauchen mal wieder neue kleine Wurzeln bei Gelegenheit. Alraunen meine ich. So. Glas möchte ich mir eigentlich auch mal mitnehmen, wenn man dann doch mal was findet. So, so, so. Ach, jetzt ein Tier. Nochmal, hier ist nochmal eine Kröte beschwören. So, Mabi, du wartest mal.
Also Huhn beschwören, Rattenform. Nehmen wir noch mal mit. Das war ja einfach nur Ratte und Beere, ne? Guss, Ratte, zack, Ratte beschwören. So. So kleine Ivy. Kröte, nicht Ratte. Moment, mein Kaffee ist noch viel zu voll. Also mit anderen Worten, mein Kopf ist noch nicht fit genug. Wo ist der Krötenschleim? Krötenform. Krötenschleim. So. Habe ich noch eine Beere? 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 So. Kröte beschwören. Juhu, Errungenschaft freigeschaltet. Braumeister. Sehr gut. Muss mal wieder was futtern, damit ich wieder sprinten kann. So. Zur Wiederherstellung des ursprünglichen Selbst. Da bin ich ja noch so ein bisschen, das könnte vielleicht vital. Hatte ich vital und plus einfach nur ausprobiert? Schon? Aber ich glaube, ich habe auch keine Schmetterlinge mehr. Ey! Ich mach so wenig Schaden. Das ist viel besser. So. Wir gehen wieder zurück. Ich kann mir jetzt schon wieder ein neues Sanktum kaufen. Werde ich auch machen. So. Ne, kleiner Kreuzzeh, du wartest mal hier. Und wir gönnen uns erstmal das Fleischragout. Ich glaube, die benutze ich. Ja, das ist halt natürlich auch schon cool. Die wiegen aber auch ein bisschen. Wie viel habe ich? 28. Schwert geht noch. So, ich hole ein neues Sanktum. Oh Mann, danach bin ich aber auch pleite. Dann bin ich wieder ganz am Anfang. Muss ich nochmal in die Arena gehen und nochmal versuchen, die Medusa da zu erwischen. Okay. So, wir nehmen die kleine Variante. Ich meine, das Gute ist, das Rattenmonster ist so dick. Da wirft man nicht daneben. Oder ziemlich wahrscheinlich nicht. Aber
Ich gucke mal, dass ich die anderen noch mitnehme. Unseren Kreuzzeh lassen wir, glaube ich, hier. Na komm, wir heilen uns noch mal hoch. Das ist nicht so viel, aber naja. Okay. Ach, nice. Ich kann da auch direkt hinreisen. Das ist sehr gut. Dann kann ich mir den Weg da durch den Sumpf sparen. Das ist gut. Und dann schauen wir mal, was geht. Es ist riesig. Wir haben es schon befreit, Leute. Hey. Hey, Sumpfi. Wo bist du? Was ist hier? Luftblasen untersuchen. Bitte Fische, bitte Fische. Ich glaube, das war ein Maschinenteil. Sehr gut. Da saß Sumpfi drauf, wie auf einem Nest und hat es bewacht. Na du, du bist ja cool. Du bist ja cool. Papa Chu. Ich nenne dich einfach Chewie. So. Sehr immun gegen alles Mögliche. Oh, sie hat Hunger. Fluch der Tiefe. Nice. 12 Angriffsstärke. Ich würde echt gerne wissen, was du isst. Kann ich irgendwas ausprobieren? Habe ich was dabei? Ich glaube jetzt gerade kaum was. Was steht in unserem Bestiarium? Dopachu. Ey, Kürbis! Selbstgebackener Kürbis. Ich bin sofort wieder da. Das machen wir noch. Kürbis habe ich. Das ist nicht so das Problem. Ich finde es gerade geil, dass es keine exotische Zutat ist. So, was haben wir denn? Wir haben 10 Kürbisse. Ich hoffe, das reicht. Das ist ja ganz schön groß. 7 Kürbisse, aber das muss doch eigentlich reichen, oder? Oder? Schlange beschwören. Wir packen die Sachen gerade noch mal weg. Dann können wir doch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Wer weiß. Ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher. So, das muss reichen. Und dann reisen wir da direkt wieder hin. Das wäre natürlich, also erstens gehört es in unsere Exotenkammer, in unseren Exotenstall. Und außerdem wäre das Vieh schon echt cool zum Kämpfen. Und ich finde es stylisch. Andere finden so eine Viecher vielleicht hässlich, aber ich finde die einfach cool. Ich hatte auch als kleines Kind immer schon nur Dinos und so ein Kram. So. Dann mal schauen, wie viele Kürbisse du brauchst. Ne? Geiles Mega-Fliege-Krokodil.
6 Stück. Hey! Hier, kriegst noch einen auf Tisch. Moment, wie heißt du? Geizgarst. Sie ist Geizgarst. Wow, er kann super viel tragen. Ich nehme ihn immer als Koffer mit. Das ist jetzt schon mal klar. Okay. Genau, das kennen wir schon. Und es muss einmal sein. Ich hoffe, er trampelt mich nicht tot beim Spielen. So, du kommst mit. Auf die können wir nicht zufällig auch reiten, oder? Das wäre ja cool. Ab ins Lager mit dir. Kleiner. Okay. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann unterstütze mich super gern mit einem Like. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Oder auch einem Kommentar gerne. Ja, und wir schauen mal an der nächsten Stelle, wo sich das dritte Teil versteckt für die Maschine. Und bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Tschüss.